Okay. Thanks for still being here, though you already had three very tough days. At the first step of this afternoon's part of the conference, I'm joined here on stage by somebody who wants to say some words to you. It's Roman Neustädter, as you might have already noticed. And he would like to say some words to you, to all of you, before we separate into the different groups. So it's your microphone. Ich versuche mich kurz zu fassen. Also, ich bin Roman Neustädter, habe das Sommer in der Fußball-Bundesliga gespielt für Schalke 04, für Borussia Mönchengladbach und Mainz 05. Habe auch zwei Spiele für die deutsche Nationalmannschaft gemacht. Jetzt seit Sommer, seit der Euro, spiele ich für die russische Nationalmannschaft und für Fenerbahce in der Türkei. Also ein Land mit völlig freier Meinungsverschiedenheit und zweitens ein bisschen eingeschränkter. Auf eure Fanvereinigung bin ich in diesem Frühjahr gestoßen, weil ich eigentlich hauptsächlich immer während meiner ganzen Karriere als Schwuchtel beschimpft wurde. Egal ob beim Internet oder auch am Trainingsgelände bei manchen Vereinen, bis es mir irgendwann mal gereicht hat und ich auf meinem Profil auch geschrieben hatte. Deswegen finde ich die Arbeit, die ihr hier leistet, sehr gut und ich bin auch froh, dass es euch gibt, dass ihr euch dafür einsetzt. Und bis eben, beim Workshop war mir auch gar nicht das Sexismusproblem so bewusst, wie groß es im Fußball ist. Und von daher, wie gesagt, ich finde es gut, dass Spieler involviert werden in die Arbeit, die ihr tut und bleibt dran, genauso mit dieser Energie, die ihr habt und vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und das einfach mal alles mitzuerleben. Mainz. I also had two appearances for the German national team. Nowadays I play for the Russian national team and for Fenerbahce in Turkey. Yes, I heard about your organization in spring this year after I got discriminated and told that I'm gay on the internet and even at the training facilities. So I made a statement and directly became a very big topic. I think that it's great that players are involved in your work about this topic, and until today I didn't even know that sexism is a big problem in soccer as well, and I really appreciate your work and your energy you put into this, and thanks for having me and to show me, to give me a little input how you work. Thank you.